Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil von Let's Play OMSI 2. Ja, es gibt einige Neuerungen in der OMSI-Welt. Sowohl das Hauptspiel hat nochmal Patches erhalten. Jetzt ist die aktuelle Version 2.0.16 oder so. Aber auch die Add-ons haben jetzt eine OMSI 2-Version erhalten. Das ist natürlich sehr erfreulich, da man die jetzt tatsächlich, wie versprochen, abwärtskompatibel nutzen kann. Ein großes Kompliment natürlich an MR-Software, dass sie weiter versuchen, die Bugs, die es ja tatsächlich in großer Zahl gibt, zu beseitigen, als auch für die Add-on-Entwickler, dass sie sich weiterhin um ihre Kundschaft kümmern. Das heißt, also, wenn man das Add-on gekauft hat, dann wird es weiterhin verbessert, damit der Spieler eine gute, ja, wie soll man sagen, eine gute Erfahrung damit hat. Das nennt man ja jetzt immer so Gaming Experience oder ihre Nutzererfahrung oder ihre Skype-Erfahrung wird verbessert. Was das so mit Erfahrungen zu tun hat, naja, ich finde das immer ein bisschen komische Wortwahl, aber nun ja. Wir fahren im O305 Schaltwagen. Natürlich hier in Neuendorf. Ich wollte es nämlich mal ausprobieren. Der O305 schildert richtig, sogar das Steckschild. Ich musste erst mal gucken, warum die nicht einsteigen. Es liegt am Steckschild, das ich hier noch jeweils machen muss. Und der 405N1 aus Hamburg, der hat jetzt auch die richtigen Geräusche. Das heißt, die Bugs aus Neustadt, die sind Vergangenheit. Also es ist tatsächlich gelungen, dass beide Add-ons nun unter OMSI 2 laufen. Bin natürlich begeistert und wollte es natürlich auch gleich mal ausprobieren. Ja, und wir fahren jetzt einfach mal in Werkverkehr, weil ich jetzt nicht so Lust habe, eine komplizierte Linie zu fahren. Nun ja, dann wollen wir die Affen mal in den Stall lassen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ein richtig schöner Bus, der alte U305er. Ja, ich habe ja schon letztes Mal angekündigt, dass ich einen Schaltwagen fahren möchte. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich bin Neuendorf noch, sag ich mal, sehr selten gefahren. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Ich glaube, da vorne muss ich links. Nein, ich bin scheiße. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Nicht rumheulen, nur weiß ich jetzt ja nicht. Habe ich jetzt grün? Nee. Ah, da kommt ein anderer Bus. Warum ist er mir jetzt ausgegangen? Thank you.
verschätzt. Wirklich gut verschätzt, aber ich habe es gerettet. Gerammelt, das würde ja sonst hin und her schwingen. Ja, Leute, warum steigt ihr denn nicht aus? Und schon geht doch mal aus dem Weg hier. Na, so kriege ich die Tür aber nicht auf. Ach, stimmt ja. Ja, gar nicht mal mehr die Berliner Türsteuerung, sondern hier kann man die ja wieder getrennt machen. So, das zeigt man mal vorne zu. Ja, das ist auch eine Umgewöhnung. Das ist ja nicht die Berliner Variante hier, sondern die ganz normale 0815 Standard Variante. Und da werden die Türen eben nicht per Türflügel, sondern eben per Tür gesamt gesteuert. Mal auf den Fahrplan gucken. Schauen wir mal auf den Fahrplan, was wir jetzt hier als nächstes machen müssen. Hm. 14.30 Uhr, was sagt denn die Uhr jetzt? Ach, ist ja gleich. Jetzt müssen wir dieses Ding hier umschalten. Und schon kommt der Pöbel angerannt. Ich werde aber euch noch nicht Einlass gewähren. Erstmal muss ich... Ja, was muss ich eigentlich? Frische Luft schnappen. So, genug gelüftet. Meine Güte, diese Fahrgäste mit Flatulenz, die kotzen mich ja schon wieder an hier. Aber gut. Ja. Wundervoll. Die Nothähne funktionieren ja hier alle, aber das war ja schon vorher so. Ja, wollen wir sie reinlassen? Ne, ich stelle mal die Uhren 2 Minuten vor. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich bin tierisch erkältet. Aber das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Und deswegen habe ich gesagt, naja gut, dann machst du auch halt erkältet ein Let's Play. Mittlerweile habe ich ja wieder Stimme.
Ampel nicht gesehen. Da konnte ich jetzt nicht anders als hier mal eben die flotte Turbobremse hinzulegen. Der LKW hat sie wirklich verdeckt, das war jetzt kein Witz. Setzen, Fehler bei der Bereichsprüfung, ich kann die Haltestelle nicht auswählen, wo ich den hinpacken soll. Dann starte ich einfach ein neues Spiel und spätestens beim dritten Versuch funktioniert es. Ist ein bisschen mühsam, aber es funktioniert halt. Also es ist halt nicht so, dass es nicht geht, man braucht halt nur Geduld. Der gute alte Integra-Überlauf, der blieb mir noch erhalten. Allerdings muss ich sagen, das ist auf einem guten Weg. Also was haben wir alle geschimpft, also auch ich. Als OMSI 2 rauskam, und ich muss sagen, seitdem hat sich viel getan. In diesem Sinne könnt ihr auf weitere Let's Plays hoffen. Ich hoffe natürlich auch, dass euch das ein bisschen gefällt, was ich hier mache. Kommentare, Anregungen, immer gerne her damit. Und ja, in der nächsten Folge fahren wir dann wahrscheinlich den U405 N1. Einfach, weil er jetzt einen schönen Sound hat. Ich suche allerdings dringend noch die BVG-Variante. Weil dieses Repaint gibt es leider nicht mehr zum Download. Wer irgendwie das noch hat, kann sich ja mal bei mir melden. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und vielen Dank fürs Einschalten.